Bevor ich hier noch Wurzeln schlage, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GC-Farm mit mir, dem Mark. Gleich sollten noch Steve und Maurice kommen. Steve auf jeden Fall, Maurice auf jeden Fall auch. Aber irgendwie ist noch keiner da. Steve hat Bescheid gesagt, dass er später kommt. Von Maurice weiß ich bisher noch nicht, was da der Fall ist. Ich hoffe, er hat wieder, oder er hat wieder Internet. Gestern Abend lief es dann wieder nach anderthalb Tagen, kein Internet. Mal schauen, ob er jetzt wieder hat. Ich hoffe, er hat es noch. Weil Steve hat geschrieben, dass er bis er später kommt, aber das hält uns ja keinen Abbruch. Und ich möchte auch nicht unbedingt die Aufnahme unheimlich in die Länge ziehen heute Abend. Ich wollte gucken, dass ich so gegen 22 Uhr fertig bin. Mein Upload ist auch fertig. Darauf habe ich jetzt noch eben gewartet. Deswegen auch erst anfangen um 20.05 Uhr. Ich muss noch Videos hochladen für Hofbergmann, Sondervideos. Da muss ich auch eigentlich nur eins von schneiden, das mache ich morgen früh wahrscheinlich. Wenn ich heute Abend noch Hofbergmann, Reloaded kodiere. Und nehmt sie gerade nicht übel, ich fahre mit Tastatur, weil ich keinen Bock habe, meine gerade zu benutzen. Es steht zwar vor mir, angebaut, funktionstüchtig, aber der Lustfaktor, es zu benutzen, ist gering gerade irgendwie. Hab gerade schon eine Stunde Umsicht hinter mir. Und sorry dafür. Aber irgendwie keine Ahnung. Wenn ich, sag mal, Alleinunterhalter spielen muss, geht das auch noch. Ja, die BBS-App ist da, wie ihr beim Video schon gesehen habt, und so auf dem YouTube-Kanal, was Donnerstag erschien. Donnerstag. Was Donnerstag erschienen ist, die BBS-App ist da. Schaut euch das Video an, dann wisst ihr, was ich darüber halte. Grundsätzlich, ich finde die App gar nicht schlecht. Könnte zwar noch ein bisschen flüssiger laufen, ab und zu ein paar Abbrüche, aber das kommt noch in den Omzi-Videos nächste Woche, die ich noch produzieren muss. Da werde ich die App noch mal ein bisschen testen, weil das immer mit etwas aufwendigerer Arbeit verbunden ist, diese Videos zu produzieren. Weil ich ja zwei Bilddateien habe, die ich dann erstmal zusammenschneiden muss, und es ist halt etwas aufwendiger, anstatt wie das hier. Das geht ja relativ schnell von Hand. Ich habe morgen auch noch einiges zu tun. Das heißt, es wird etwas stressig morgen. Für mich, alle Projekte und alle Videos fertig zu bekommen. Deswegen will ich morgen früh... Ich muss noch die letzte Folge Hofbergmann schneiden, dass die fertig ist. Dann kommt Hofbergmann und GC-Farm morgen früh direkt in den Upload. Ja, dann bin ich morgen, mal schauen, wenn ich Glück habe, gegen 12 eine wieder zu Hause. Dann sollte alles fertig sein. Hoffe ich. Dann wird Hofbergmann aufgenommen und Omsi oder beides oder weiß ich noch nicht. Oder vielleicht auch erstmal Omsi wahrscheinlich. Dann Hofbergmann. Hofbergmann kann ich noch Sonntag aufnehmen, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber das mit der Omsi, das muss ich halt schneiden, das braucht halt Zeit, das hätte ich dann ganz gerne schon fertig. Weil ich sonst sonntags morgens eigentlich nicht aufnehme. Ja, es ist anstrengend, ja, ich weiß. Es wird auch nicht weniger. Ich hoffe, eure Woche war gut. Die ersten drei Schultage sind ja vorbei. Davon mittwochs meistens Einschulung. Donnerstag und Freitag der erste Schultag. Heute ist wieder Samstagabend, wie es gewohnt seid vom Hofbergmann. Vom GC-Farm-Aufnahmeprojekt-Tag, wie auch immer. Ja, ich muss mit Maurice noch sprechen. Wir haben 500 Abonnenten geknappt. Auch dafür ein Dankeschön an euch. Wie wir das mit der Verlosung machen und dazu mehr dann um Weihnachten herum. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Maurice und ich, wir haben darüber auch noch nicht gesprochen. Was, wie viel und aktuell unsere Pläne sind. Weil ich muss Maurice auch noch einen Plan mitteilen von mir. Was bei uns gerade Phase ist, deswegen muss ich mal gucken. Ist schon wahrscheinlich ein relativ kurzes Wochenende. Dann möchte ich natürlich auch noch auf Maistadt vorbeischneiden. Wenn man aber dann meistens so samstags abends, wenn man Glück hat, um 20 Uhr mit allen Videoprojekten durch ist. Nur aufgenommen. Also nur mit der reinen Aufnahmezeit fertig ist.
dann hat man sonst auch eigentlich schon keinen Bock mehr. 20 nach 7 aufsteht. Das erste, was man macht, nach dem Aufstehen ins PC anschmeißen. Der fährt dann hoch und derzeit ziehe ich mich an. Dann setze ich mich an PC, dann werden anfangen alle Projekte, alle Sachen zu starten, wie Schneideprogramm, Podierprogramm, Upload. Zack, wird das fertig gemacht, dann mache ich mich fertig. Dann, keine Ahnung, was wir dann machen. Dann wird gefrühstückt. Und dann ja, dahin, wo man halt Termine hat. Wenn man noch was zu tun hat. Es gibt natürlich auch Sonntag, Samstag, wo man nichts hat. Wir haben immer noch unser Wasserproblem im Keller. Dann sind ja die Löcher, die sie da gebohrt haben, zum Trocknen. Dann müssen wir noch wieder Fliesen reinkleben und so. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Das geht relativ zügig. Aber das Vorbereiten der Fliesen muss noch gemacht werden. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Das heißt, ich habe auch morgen noch... es wird wieder ein sehr angestrengter Samstag und ein relativ zügiger Samstag. Ich hoffe mal, dass ich morgen auch so viel Elan habe, dann noch Projekte aufzunehmen. Ja, mal schauen. Oder ich nehme halt morgen erst einmal um sie auf, mache das fertig und dann gucke ich, wie spät ich es habe. Und dann mal schauen, wenn das alles geschnitten ist und so, dann ist das schon mal fertig. Weil das dauert ja dann auch seine Zeit, wenn man überlegt, wenn ich, sage ich mal, 4 Folgen plane. Ja, 4 Folgen sind es dann auf jeden Fall. Montags, Mittwochs, Freitags, Sonntags. Also brauche ich irgendeine Linie, die knapp eine Stunde geht. So circa. Heißt eine Stunde Aufnahme. Das heißt, 3-4 Stunden schneiden. Upload. Nochmal 2 Stunden bis 3. Kommt ganz auf die dann wirkliche Größe an vom Videomaterial. Ja. Es wird schon nicht gerade ohne. Irgendwie lief der Server auch heute schon 11 Stunden. Als ich gerade mein S gestanden habe, ach scheiße, hast den Server vergessen, bin ich wieder rausgetappt. Guck so, Server ist an, seit 11 Stunden. Keine Ahnung, wer den angemacht hat. Nicht mein Problem, er läuft ja noch. Ganz entspannter Freitagabend heute. Dann etwas stressiger, also Freitag gewesen in der Firma. Oh. Wir haben da so einen Schlepper, ey. Oh, den hätte ich schon längst eliminiert. So viele Probleme wieder macht. Oh, hätte ich schon längst keine Lust mehr dran. Dann sollte der heute noch eben waschen gefahren werden. Jo. Ich glaube, der kam gar nicht so weit. Nix Donkey. Der Name sagt mir was. Nick Stonky. Vielleicht. Mal schauen, wenn er in 7 Minuten noch da ist, dann mal schauen, kurz drum kümmern. Und wenn nicht, Pech gehabt. Dann, 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 dann. Vielleicht können wir mal bei AdBlue bei dem nachtanken hier. Fast leer. Nämlich jetzt. Oh, ich weiß, welche Servergruppe noch fehlt, die nicht stören Servergruppe, die möchte ich wieder haben. Yay, yeah, ich weiß noch, was wir zu tun haben. Ja, wir sehen nochmal eben, wahrscheinlich jetzt, ich weiß nicht, wenn noch ein paar andere Leute kommen, wird das schneller gehen, aber wenn bisher jetzt keiner kommt, werden wir jetzt erstmal sehen, weil aktuell gibt es nichts zu tun, das werden wir jetzt auch leider im Dunkeln machen. Ja. Ja. Wenn wir leider erstmal im Dunkeln machen, weil aktuell nichts anderes über ist, sage ich mal so. Was wir machen können, Tiere müssten sogar versorgt sein, da könnten ein, zwei Futter mit Schwang rein, das ist jetzt auch nicht unbedingt irrelevant für die Spulen. Und sonst? Wuppertal für das DLC für Omsieg erscheint am 6. 9. Das heißt in... Irgendwann am Wochenende muss das erscheinen, oder? Nächste Woche sogar schon. Maus, 6. 9. 9. Ne. Da.
irgendwann da meine ich. Also es erscheint doch. Bin mal ganz gespannt, am 1. werden, also morgen werden gelost. Ja, Connection Lost. Bin gar nicht im Spiel dran. Was das für ein Cup ist hier? Das für ein. Das, ne. Ja doch. Wenn ich unten meine Dings, meine Windows-Leiste in den Arm, das brauche ich nicht. Du konntest ja beim Gewinnspiel mitmachen. Auf der Seite von denen. Also ist ja Macher von Gladbeck und Ruhrgebiet. Konnte man ja mitmachen, da konnte man so Starterpakete gewinnen. Oder so Pakete gewinnen, so Omsi mit Ruhrgebiet, Omsi mit Malle, Omsi mit. Was war das noch? Omsi mit Wuppertal und nur Wuppertal einzeln. Ich habe mich für nur Wuppertal angehört, welche Omsi habe ich ja grundsätzlich. Was will ich mit noch einer Omsi-Version? Nee, natürlich, ich meine, ich hätte natürlich genommen, wenn ich einen Key bekommen habe, dann hätte ich den natürlich weiter verlost. Dann hätte ich, sage ich mal, noch einen Key gehabt fürs Weiterverlosen, aber ganz im Ernst. Ich habe mich jetzt nur fürs Wuppertal. Ich werde es mir wahrscheinlich eh holen, also denke ich mal. Ich habe bisher dieses Jahr noch gar nicht so viele Spiele auf meiner Agenda stehen. Das ist bisher der LS. Und dann vielleicht noch Wuppertal als DLC. Das denke ich mir auch eigentlich gut genug. Denke ich mal. Ich habe zwar noch so ein paar etwas kostspieligere Sachen dieses Jahr. Aber das hat nichts mit YouTube zu tun, sage ich es mal so. Wie es leider ist. Von daher. Haben wir jetzt nur Raps angesät? Bald wird ja natürlich beim Ernten. Nicht Ertrag. Nichts zu tun. Yay. Ich hoffe, eure Woche war gut. Schreibt Maurice, meinte ich. Nein, Maurice hat mir nicht geschrieben. Ich weiß gar nicht, was los ist. Der ist auch. Sonst ist der Freitagabend immer auf Steam online oder so. Weil ich ihn. Gestern habe ich ihn noch angeschrieben. Gestern, bevor ich ins Bett gegangen bin. Also kann er nur irgendwie um kurz. Nee, um 11. Angeschrieben, wie sieht's aus? Heute Abend alles? Ja, kein Problem. Ja, heute. Das habe ich dann heute Morgen erst. Der Vater auch heute Morgen erst, als ich dann aufgestanden bin und kurz vor 7 mitgekriegt. Hat als er es geschrieben hat. Abwarten und Tee trinken. Bis einer um die Ecke kommt. Na, wie gesagt, ich will immer noch Tastatur. Weil ich wie gerade zu faul bin. Ich sitze relativ bequem am PC. Aber ich muss jetzt auch nicht jedes Mal erst verlängern. Das ist jetzt auch nicht so. Sage ich mal, nicht so zeitintensiv. Los hier mit meiner W-Taste. Hat die einer weg oder was? Wie will ich wieder eine neue Tastatur kommen? So alt ist die noch gar nicht. Aber das Problem ist halt, die WASD-Tasten und Falttasten und Numpad ist bei mir immer so stark Mitleidenschaft gezogen, weil ich die halt so brauche. Numpad halt ganz viel, weil ich ja viele Strategie- und Wirtschaftsspiele sehe, das heißt viele Zahlen eingeben muss. Ich halt so im Kopf hab. Das heißt dort viel Numpad. Und so. Naja, erinnern kann ich es ja nicht, von daher. Nicht meckern, weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob Steve überhaupt kommt, weil Steve hat morgen früh Frühschicht. Er hat gesagt, er bleibt nicht bis zum Ende, aber wenn er so ein bisschen später kommt, kann es auch gut sein, dass er dann gar nicht mehr kommt. Was ich mir auch nicht verüble, denn er hat nun mal leider morgen früh Frühschicht. Ich weiß gar nicht, wann er dann anfängt. Aber wenn ich keine Ahnung,
irgendwie so morgen früh um 6 oder um 8 Uhr anfangen und dann möchte ich eigentlich auch nicht so unbedingt bis um 10, 11 Uhr spielen. Haben wir diesen schönen Nachtabend rein. Zur Ol-Estat liegen gerade mal 16 Minuten. Ist gar nicht mal so wenig, so viel. Gut. Ich schaue mir jetzt mal die Aufnahme an, ob mein Sound auch passend bei ist, weil ich Windows-Updates gefahren habe diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder, zweite Folge GC Farm. Bis dann, danke, ciao.